Eine Ein-Mann-Tradition, eine Institution, die Aufstieg und Herrlichkeit des Liedgesangs im 20. Jahrhundert verkörperte. Der Bariton Dietrich Fischer-Dieskau wirkte nach dem Zweiten Weltkrieg wie eine Offenbarung. Als in Deutschland alles in Trümmern lag, so hat es die Mezzosopranistin Christa Ludwig später beschrieben, kam da plötzlich ein pausbäckiges Riesenbaby und sang Schubert mit einer Schönheit, dass alle wie zum Beten hinpilgerten. Ich träumte von bunten Blumen, so wie sie wohl blühen im Mai. Die Stimme Fischer-Dieskaus war rund, prononciert und so textverständlich, dass sich die Welt von Liederkomponisten öffnete wie nie zuvor. In seinen Liederabenden und auf der Bühne verfügte der am 28. Mai 1925 in Berlin geborene Sohn eines Altphilologen dazu über eine Präsenz, die einem den Atem nahm. Fischer-Dieskau war in der Lage, die Spannung eines Liederabends über Stunden hinweg zu halten, ohne dass die Aufmerksamkeit auch nur eines einzigen Zuhörers erschlafft wäre. Den Hinweis, dass man zwischen den Liedern nicht applaudiere, hatte er nicht nötig. Und er hatte eine Mission, das Legato wieder neu in den Gesang einzuführen. Bögen, die einen Anfang nehmen, einen Höhepunkt haben, unter Umständen sehr viel später nach Wien, Zeilen erst und dann wieder zurückgehen. Und diese Erkenntnis hat sich dann klar zu etablieren in der Interpretation. Der Karajan ist ja so vorgegangen, grundsätzlich. Und ich habe das auch richtig gefunden und mit ihm gemacht. Fischer-Dieskau, hier als Verdi-Sänger mit den Berliner Philharmonikern, erarbeitete sich ein schier unübersehbares Repertoire, wobei er sich von keinerlei Fachgrenzen stoppen ließ. Er sang nicht nur sämtliche verfügbaren Lieder von Schubert, Schumann, Brahms und Hugo Wolf in grundsätzlich mehreren Zyklen, sondern dazu Macbeth, Wozzeck und Hans Sachs in den Meistersingern, Puccini und Schönberg und Aribert Reimanns Lear. Er war ein Rollenfresser, wenn auch kein Jet-Set-Sänger, und tat eigentlich genau das, wovon man heutigen Sängern abrät, sich verströmen und sich verschwenden, nie sich bescheiden mit dem, was man tut. Ich hatte auch furchtbar viele Menschen, die mir abgeraten haben, überhaupt Oper zu singen, um Gottes Willen, das ist gefährlich für die Stimme und so fort und so fort. Es liegt doch sehr viel an einem selber, Gott sei Dank. Jetzt, wo der wohl einflussreichste Sänger nach Caruso und Maria Callas nicht mehr ist, wird man erkennen, dass man es mit einem Giganten zu tun hatte, der den Vergleichsmaßstab nur bei sich selber fand. Fischer-Dieskau war der letzte Titan in einer Welt, welcher Titanen fremd geworden waren.